Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte 74. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Okay, das sieht keiner. Ich habe jetzt gerade so mit meiner Augenbraue und zwar meiner rechten so ein bisschen hochgezockt. So. Gut, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten Klamotten hier machen. Wir hatten auch schon ein bisschen was geschafft. Wir gucken einfach mal so durch, was wir hier haben. Ja, ist ja was dabei. Oh ja. Klamotten und Party Go On. Gut, wir gucken mal, ob wir hier Party Go On vielleicht ein bisschen was Nettes vorbereitet haben. Irgendwie nicht. Was haben wir denn sonst noch? Wir gucken mal nochmal so durch. Ihr könnt ja als rumlaufen. Nee, soll er nicht? Finde ich auch. Mario ist sowas von out. Sowas von out. Es ist so 90er Jahre noch. Weil das war's dann. Weiß ich, früher mochte ich auch immer sehr gerne diverse Nintendo-Spiele und so weiter, aber weiß nicht, also jetzt irgendwie so jemand kommt. Oh, das behalten wir, das ist ein geiles Meme. Ja, geil, ja damit. Das ist so geil. Ja, Space Kitten mit Shooting Stars, das ist so geil. Das muss einfach sein. Okay, solange Memes noch funktionieren, können wir das einfach mal hier so nehmen. Ja, die passende blaue Hose haben wir dann passenderweise auch dazu gleich gefunden. Und dann gucken wir mal, da haben wir die Kettchen da an der Stiefel, ich weiß nicht. Dann machen wir mal das hier mal weg. Was hast du denn hier, blau oder schwarz? Sag mal hier, schwarz. Schwarz wie deine Seele. Ja. Manchmal geht's mit mehr durch. So, dann brauchen wir Socken. Socken, Socken, Socken. Auch diese dürfen. Warum haben wir hier keine Socken angezeigt? Achso, es sind Selections. Ich will Socken haben. Danke. Ja, yeah, Socken haben wir. Super. Ja, mit der schönen Shooting Star Cat. Ja. Das fucking T-Shirt würde sogar mir gefallen. Ich kotze gleich Regenbögen. Das kann nicht wahr sein. Okay, gehen wir weiter. Bademode. Bademode, was haben wir denn hier Schönes? So was Schönes, Grünes hier. Snake. Badger, 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 Mushrooms, 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 Snake. Ist auch so ein anderes Ding. Keine Ahnung, ob das jemand von euch kennt oder nicht kennt. Ich weiß es nicht. Badebekleidung, was hast du hier für dünne T-Shirts? T-Shirts? Nichts. Okay, danke, weitermachen. Gut, dann ist das halt die Badekleidung. Mehr gibt's nicht. Weitere Klamotten. Ja, yes, das sieht auch geil aus. Sogar richtig gut aus. Walking is good. Oh Mann, oh Metamask. Warum wird das eigentlich als kaltes, heißes Wetter deklariert? Na, T-Shirt halt. Das sind diese Muster, das sind diese Muster. Oder wir machen, was haben wir denn da? Da haben wir so einen Tanzbär, da haben wir nochmal was anderes, da ist sowas, keine Ahnung. Was haben wir denn da für Teile? Was ist denn so Graffiti as like? Graffiti ist sowas von... Also ein bisschen Emo-Style, ne? Ja, yeah, so Emo-Style. Oh, nee, Emo-Style. Was haben wir hier? Gieraffen. Die Affen sind ganz schön gierig. Auch nicht gut, ich weiß. Und welche Nummern da drauf? Hände. Fußball. Drugs fürs Volk. Drogen fürs Volk. Irgendwelche komischen... Weiß ich nicht. Das geht gar nicht. Warum gibt's sowas? Ich weiß es nicht. Nee, geht auch nicht. Was haben wir denn da? Farbpunkte oder das Ding? Das Ding. Tangram. Mhm. Kennt ihr Tangram? Da muss man aus diesen komischen Dreiecken irgendwelche Figuren machen. Wie hier in dem Fall ein Ohrkapelschwarf. Jeder Bayer unter euch weiß, was ein Ohrkapelschwarf ist. Für die anderen, die es nicht wissen, das ist ein Eichhörnchen. Ja. So, was haben wir denn noch?
Ja, Kala vermutige, wenn er damit zur Schule geht, wird er zusammengeprügelt. Ja, der Schulalltag ist brutal. Ich möchte heutzutage nicht mehr Schüler sein. Also heutzutage möchte ich nicht mehr Schüler sein. Ja, Einhörner. Da gab es da auch ein Meme mit. Kriege ich jetzt nur gerade nicht hin. Es gibt aber auch ein Handyspiel, habe ich auch mal gesehen. Da musste so, weiß es, Robot Unicorn, genau. Robot Unicorn. Mit so einer Art Dino. Ja, so eine Art, aber so toll sieht der jetzt auch nicht. Oh, Retro. Eine Kassette. Das ist so geil. Das ist sehr retro, dieses Fahrrad. Einfach mal Fisch. Der Surffisch. Like a Surffisch. Oh Gott. Daddy ist sowas von blöd. Das geht gar nicht. Dieses Tierchen geht auch nicht. Das geht gar nicht. Boarding Stars nach Shooting Stars. Das müsste denn grün sein. Cracking Egg. Pudelnudel. Putzeball. Camping. Irgendwelche LW-Monster. Eine Biene. Ich bin eine Biene. Ich. Dich. Ja, und dann ist dann irgendwo eine Blume. Ja. Ich glaube, das kennt auch Rote. Jeder, wa? Ja. Das ist auch so ein bisschen retro. Rainbow Road. Auch mal gerade bei Nintendo waren mal. Ja. Schöne Sache. Ja, gute Frage. Was machen wir? Ich weiß das wirklich nicht. Wo waren diese Retro-Dinger mit der Kassette? Diese kennt's nicht. Hier waren die Teile. War weiter unten die Kassette. Zumindest müsste sie weiter unten gewesen sein. Ich war sie nicht. Wo war diese Kassette? Oh, diese alten Streifen, das war auch damals so. War der hier drinne? Da war der drinne, danke. Ich muss mal gucken, welchen Farbcode wir als Hose hatten. Wir hatten hier eine weiße Hose. Wenn wir jetzt dann nochmal eine weiße Hose machen, ist saublöd. Das heißt, wir müssen die eine weiße Hose wegmachen und dafür kommt hier eine weiße Hose. Ja. Wir müssen dann hier eine weiße Hose machen. Ja. Hier, so eine weiße Hose, zack, zack. Obwohl, warte mal, hier kannst du ohne Washington. Das ist so retro-mäßig, das geht. Man kann hier andere weiße Hose lassen, Leute. Ja, aber hier eine weiße Hose. So, dann brauchen wir nochmal Socken. Heißes Wetter, gibt keine Socken oder was? Wollt ihr mich fangen? Socken. Fangen Leute heutzutage keine weißen Socken bei Hosen? Nee, also meine Hose, also Socken bei heißem Wetter. So rum war das. Socken. Hier blau. So, okay. So, dann brauchen wir dazu Turnschuhe. Natürlich kommt da Turnschuhe. Da haben wir Turnschuhe. Machen wir schwarzes weg, machen wir heißes Wetter weg und gehen mal die hier. Die könnten als eventuell gehen. Beziehungsweise dann nochmal mit Streifen. Gehen die denn auch in so ein Bild? Ja. Retro-Look SL. Das ist doch ein Retro-Look SL. Lux at Life. So, jetzt haben wir. Wow. Ich und mein Englisch. So, okay. Jetzt geht's hier nochmal rein in die Kalamotten. So, jetzt kommen wir nochmal der letzte Look at Life. So ein Washed Jeans Look wäre auch eine Idee. Das war ja auch irgendwie so gedanklich auch ganz nett. Warum klackert der eigentlich mit seinen Händen immer so? Ist das eine irgendwelche Störung? Macht er gleich wieder, pass mal auf. Ja? Ganze Zeit macht das. Ja? Ja? Warum? Das ist so triggernd. Das ist so. Die ganze Zeit schon mal am Überlegen. So. Ja, was macht denn der da im? Sehr merkwürdig.
ja. Es wird der Washed-Look, glaube ich, werden. Das Ding sieht hässlich aus. Die Bäume, ne, das weiß nicht. Hier, das, oder das hier. Haben wir schon was in Braunton? Ja, Schlafanzug, aber... Da geht er ja nicht mit raus. Was haben wir denn? Kurze Hose. Jeans, Dreiviertelhose. Was hast du denn da? Geht das nicht bräunlicher? Da hätte er diese bräunlichen Dinger da unten, dass es da mit der Farbe zusammenpassen könnte. Also manchmal ist irgendwie so eine vernünftige Kombination zu finden echt nicht einfach. Aber wirklich echt nicht einfach. Das ist eine zerschlissene Hose, ja. Das ist auch mit so Cargo an der Seite. Sieht auch ein bisschen billig aus. Es sieht wirklich immer billig aus. So was, weiß ich auch nicht, warum da solche billigen Hosen mit drin sind. Wir sind ja hier nicht bei Hartz IV Streaming. Mal ganz im Ernst. Hm? So, was hast du denn da? Heißes Wetter. Ich glaube, der hatte die gar nicht, diese Schuhe, Schnürschuhe. Genau. Wow. Das war jetzt aber auch eine Geburt, oder? Das war jetzt echt eine Geburt. Leute, wenn das keine Geburt war, dann wisst ihr gar nicht, dass das eine Geburt war. So, wir gucken nochmal durch die Klamotten durch, die wir jetzt geschafft haben bei den Jungen. So, da haben wir einmal das, ne? Ich weiß nicht, Schuhe und die Hose passt nicht ganz. Geh nochmal hier in die Schuhe rein. Was haben wir denn da nochmal? Schnürschuhe, Halbschuhe. Geht das nicht in weiß? Die sehen ein bisschen besser aus. Dann brauchen wir nochmal Socken. Socken. Tut mir leid, die mache ich jetzt in weiß, Leute. Obwohl ist ja nur in Sandalen das Schlimme. Ja, ja, ich weiß schon. Gut. Die Hose bin ich noch auch nicht so ganz zufrieden. Da bin ich auch noch nicht ganz zufrieden. Nee. Es kann doch nicht so schwer sein, eine vernünftige Hose zu finden, Leute. Es ist doch echt unmöglich. Ich habe alle DLCs. Ich habe alle DLCs. Und es ist trotzdem unheimlich schwer, teilweise was zu finden. Und dann ran, ne? So viel. Ohne was man sich wünscht. Ja, nehmen wir das. So, also, hier haben wir das hier als Klamotte. Dann haben wir das hier. Der Sport. Der Sport gefällt mir sogar ganz nice. Obwohl, da fehlt nochmal die Socke. Danke. So, dann haben wir die Socke. Dann geht's hier weiter. Das mal als Schlafoutfit genommen diesmal. Dann... Shooting Star Cat, das ist so geil. Jetzt müsste, also wenn einer von euch mal echt ein bisschen Mühe machen will, pass mal auf, wir machen das hier mal weg. So, wenn ihr mal ein bisschen Mühe machen wollt, schnappt euch mal das Video hier. Mach mal mit dem Mauszeiger weg. Und dann lasst mal so aus den Augen, warte mal, ich mach's nochmal ein bisschen kleiner, könnt ihr den Jungen so fliegen lassen. Dann könnt ihr den mal ausschneiden, so fliegen lassen. Und aus den Augen von der Katze so Regenbogen-Laserstrahlen. Und dann so eine Dubstep-Version von Shooting Star. Das wäre so geil. Ich würde so feiern, wenn das einer wirklich macht. Ich wäre sowas von drauf, Leute. Ich glaub mir mal. Es wäre echt so der Hammer. Es wäre so der Hammer. Das wäre so geil. Und am besten dann so eine Sequenz nehmen, wenn der mit den Händen wieder so an der Seite zusammenklackert. Aber das macht er jetzt nicht. Der triggert einen. Das macht absichtlich. Kann nicht wahr sein. Aber das Ding glitzert sogar richtig. Das ist sowas von Shooting Star verdächtig. Ne? Gut, okay, machen wir weiter. So, das ist das Outfit. Dann haben wir das hier zum Baden. Mit den anderen Meme. Ja? Badger Snake. Da haben wir das. Den absolut geilen Retro-Look. Wenn ihr jetzt noch so einen Ghetto-Blaster hättet, das wäre so geil. Die Kinder, die Leute wissen ja eigentlich, was ein Ghetto-Blaster ist. Wisst ihr, was ein Ghetto-Blaster ist? Googelt mal. So,
Und dann haben wir noch das hier. So, Browns Life. So, bei den jungen Herren haben wir dann das gemacht. Das Oberteil sieht geil, das gefällt mir. So, wenn wir das gemacht, dann haben wir auch ein bisschen Sandton gemacht. Dann die Badeklamotten. Dann hatten wir Blues Life. Dann das hier. Ja. Einmal Sport. Dann einmal das hier und das da. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob die Dame doch noch was brauchte, weil ich habe so fast das Verdächtnis. Obwohl, nee, die hatte gar nicht so knallharte Winter. Sie hat zwar damit immer so gefroren im Winter, aber es war okay so. Die Mama geht durch. Die Mama passt. Das sieht auch toll aus. Die läuft keine Werbung. Ja. Das ist schon ein bisschen komisch. Die Mama. Ja, die Mama wird schon richten. Und mit der Mama verabschiede ich mich auch für heute. So, Mama, hallo. Ja, Mama, Endmoderation hier. Darfst ein bisschen drum kümmern. Wünsche euch einen schönen Tag. So, klamottentechnisch haben wir hingekriegt. Die Wohnung haben wir da hingekriegt. Jetzt fehlt noch unsere nette Dame in der Wüste. Der Witcher ist halt der Witcher. Der läuft sowieso ein bisschen außen vor. Jo, und euch in diesem Sinne da draußen alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Lasst euch vor allem nicht ärgern. Und wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allem dürft, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Also, ciao, ciao und bye, bye.